Chat, das ist jetzt die 1.18, in der wir hier jetzt spielen. As you can see down here. Minecraft 1.18. Es kann sein, dass mein Game einfach crasht später. Who knows? Aber ich habe Bock, das jetzt zu speedrunnen. Und wir testen es einfach mal. Schauen wir mal, wie es ist. Aber das Ding ist, da ist jetzt das neue Cave-System drin. Soweit ich weiß. 0%. Mhm. 1%. Nice. Sehr schnelles Game. Das ist legit so, als würde ich Filter Seed spielen gerade. Wieso dauert es so lange? Ich bin gespannt, wo ich jetzt spawn. Ob es einfach so ein normaler Spawn ist und es dauert einfach so lange. Oder ob ich einfach jetzt irgendwie einen bestimmten Spawn habe. Okay. Wir haben Tiere und voll viele Blumen. Ah, Eisbergsbiom. Okay. Na gut, schauen wir mal. Seht ihr, wie das Game laggt? Wie viele FPS habe ich schon wieder? 38. Liebe Minecraft dafür, dass es so stabil und Performance gut ist. Es funktioniert auf jedem PC zu jeder Zeit. Das Problem ist, es gibt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, keinen Pie-Chart mehr. Genau, weil jetzt wird so viel Scheiße angezeigt die ganze Zeit. Also es funktioniert jetzt irgendwie ganz anders, dieses Pie-Charting. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich ein regulären Dorf finden. Oder mein Ocean am besten. Wobei ich weiß gar nicht, ob mein Ocean so schlau ist. Ein Rune Portal wäre natürlich auch cool. Ich würde alles nehmen. Irgendwie sieht die ganze Welt anders aus, oder Chat? Will ich mir das an. So die Flüsse und so, es ist alles so anders aufgeteilt. Also es sieht nicht so aus wie normalerweise. Die ganze Generierung vom Terrain. Terrain. Aber ich sehe keinen Shit. Ich glaube, es ist ein Reset. Naja, resetten wir das. Irgendwie funktioniert mein Timer nicht in der Version. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Doch, es läuft da, hä? Es ist ja kein Speedrun, der submitted wird. Wir wollen nur die Version. Ey, das sind diese neuen Dingser. Chat. Chat, das sind die, wie heißen die? Die, Glow Squids. Scheiß Viecher, ganz ehrlich. Wer die reingevotet hat, ist auch ein Idiot. So, Abfahrt. Abfahrt, Mapfahrt, sag ich immer. Sehen wir auch mal, wie die neuen Unterwasserhöhlen aussehen. Das sieht sick aus, actually. Ich frage mich, ob ich noch so Magma Ravines finden werde oder nicht. Ob es das noch wirklich gibt in der Version. Oh Gott, ich muss ja andere Bastion Route. Was ist das? Moss Block? What the fuck? Ich habe das Gefühl, der Run könnte länger sein, eben weil es eine neue Version ist. Boah, what the fuck? Aha, 3 Frames. Next Frame Clap. Junge, da bildet sich eine ganze Schlucht gerade. Alter, es ist so laggy. Wie viel FPS habe ich? 12 FPS. What the fuck? Mein Boot ist gone. Für ein Eisen bin ich jetzt hergekommen. Are you fucking kidding me? Ah, warte, vielleicht ist das Ding hier. Fahr zu der Schatzkarte. Südosten. 9-9. Dir Pick, dir Schaufel, Iron Axe, einmal Bucket, einmal Schuhe, das kann weg, 1, 2, 3. Ah ja klar, 2 von 2 Flint, was auch sonst. So, wir gehen direkt hier runter, in der Hoffnung, dass wir einfach hier irgendwo in eine Schlucht reinkommen oder so. Guck mal, das sieht doch hier nicht so schlecht aus. Hier kann ich mich kurz auftanken. So, hier geht's weiter nach unten. Ne, hier geht's nicht weiter nach unten. Ich grab mich nach unten. Es ist so weird, ich bin gleich unter Höhe 0. Look at this shit. Zack, minus 1. Das ist so weird, dude. Gibt es da unten überhaupt noch Lava oder minus 16? Still going deeper. Mhm. Okay. Sieht aus wie eine normale Höhle, wenn ich ehrlich bin. Okay. So, und jetzt müsste alles wieder normal sein. Naja, insofern es normal gibt. So, wir gehen mal auf 16 Chunks hoch wieder. Und schauen mal, wo wir eine Bastion haben. 156, wir haben auf jeden Fall eine. Wait, bin ich, wo, welche Höhe bin ich? 116, warum bin ich so weit oben? Okay, dann gehen wir mal hier runter. In die Richtung müsste eine Bastion sein. Alright, wir haben eine Festung. Eine Bastion. Also ich habe mir wenig zu der 1.17 Bastion Route angeschaut. Eine Sache habe ich aus den ganzen Sachen mitbekommen. Scheinbar sind Treasure Bastions ziemlich scuffed. Also ja, schauen wir mal. Okay, unten sind einige Brutes. Weiß nicht, ob ich da hin möchte, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, die Kisten unten looten wäre schon geil. Muss man fairerweise sagen. Ich gehe mal hier hoch. Piss dich. Das Ding ist, ich weiß immer noch nicht, wo der Eingang ist. Like, where the fuck is the bridge? Ich glaube, ich muss hier rüber. Da ist ein Brute. He dead. So. Das Pigling Aggroing funktioniert hier auch ganz anders übrigens, Chat. Nicht, dass ihr euch wundert. Den Brute da oben müssen wir noch irgendwie runterbekommen. Mhm. Ich glaube, wenn der tot ist, haben wir alle hier. Die anderen chillen alle unten, wenn ich mich nicht irre. Nein, das ist noch einer hier. Jetzt aber erledigt. Trading Holes sind auch deutlich schwieriger in der Version, weil Piglins deutlich dümmer sind in der Version. So, das Ding, was ich jetzt aber machen kann, ist... Kommt ihr hier runter, Kollegen? So, und jetzt gehen die da hoffentlich ran. Kommen sie?
Jawohl, so, da haben wir ein paar Schweine jetzt. Und das ist übrigens der Grund, warum diese Version so ungeeignet ist zum Speedrunnen, weil die Schweine einfach absolut keinen Bock mehr auf irgendwas haben. Man kann die nicht aggroen, indem man Goldblöcke abbaut. Die gehen hinter keine Wand, alles. Sind richtig dumme Viecher einfach geworden. Und noch dazu traden sie deutlich schlechter als vorher, das ist das Schlimmste dran eigentlich. Aber dafür sind in den Kisten deutlich bessere Loot als vorher. Ich werde hier jetzt keine Perlen wahrscheinlich bekommen oder viele Perlen. Aber dafür kriege ich in den Kisten deutlich bessere Sachen als sonst halt. Zum Beispiel hier eine Unbreaking 3 Deer Pickaxe einfach so, einfach auf den Nacken. Ich frage mich, ob ich generell Enderperlen überhaupt bekommen werde. Ah ja, und sie traden auch deutlich mehr Trash generell. Deutlich mehr, dass du denen du halt nie was anfangen wirst. Fire Easy behalte ich auch. Das behalte ich auch. Das kann weg. Wir haben 3 Perlen. PogChamp. Wenn ich nochmal Perlen bekommen würde, wäre es actually gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, die sind jetzt fertig mit Traden. Yep, die waren fertig mit Traden. Okay. Ja, dann müssen wir unten auch noch vorbeischauen. Beim Lower Rampart. Und der Lower Rampart ist gefährlich, weil dort sind auch wieder Brutes. Das heißt, Vorsicht ist geboten. Ich muss überlegen, wie ich das am besten mache. Okay, das ist keine gute Idee gewesen. Ganz ruhig, Kollegen, okay? So, jetzt lasse ich einfach hier Lava runter. Und dann sterben die Guys. Die wurden einfach outsmartet gerade. Oh shit, warum überlebt er? Er hat mich outsmartet. Ich sehe aber immer noch Brutes da unten. It's not over. Da drüben war noch ein Brut, wenn ich mich nicht irre. Unten dürfte aber keiner mehr sein. Doch, unten ist noch einer. Fuck. Okay. Dann müssen wir das hier auch irgendwie nochmal freimachen. Jetzt soll er dead sein. So, I guess that's it now. Seht ihr, was ich meine mit deutlich besserem Loot-Chat? Smite 5 Schwert XD. Können wir hier in Ruhe alle Goldblöcke abbauen? Weil die Picks sind legit zu stupid, dass sie das checken, dass ich hier das Gold abbaue. Und jetzt gehen wir nochmal drauf traden. Was macht denn er hier jetzt? So, ihr Feinies. Habt ihr nochmal was zum Traden? Und jetzt gebt mir gefälligst Perlen. The fuck? Komm, Bruder, ich brauch Perlen. Bitte. Ich habe 9 Dias einfach. Minute 120 dann enden. Ja, die Version ist für Speedrun halt absolut ass. Leider. Ich meine, man sieht, ich bekomme ja auch überhaupt keine Dings. Ich bekomme überhaupt keine Perlen einfach. Sieht man eh. Jungs, ich bitte euch. Das kann ich auch ernst sein. Schau, wie dumm die sind. Die sind legit so stupid, die Idioten. Komm. Look at this. Habt ihr euer ganzes Gold schon getradet? Ist das euer Ernst jetzt? What? Ist das euer Ernst jetzt? Die haben gerade 2 Stacks Gold geschluckt. Und ich habe 3 Perlen. Wenn mich noch einmal jemand fragt, warum ich diese Version nicht speedrunne, Alter, dann schick ihm einen Clip hiervon, bitte, danke. So, jetzt müssen wir eine Festung finden und einen Warped Forest. Ich soll schauen, ob ich eine zweite Bastion habe, to be fair. Habe ich aber nicht. Muss ich gar nicht schauen. Sehe ich schon so. Also, everywhere in dieser Richtung hier könnte noch eine Festung sein, rein theoretisch. Festung ist eigentlich das Wichtigste in der Version. Man braucht zuerst eine Festung und dann erst eine Bastion eigentlich. Beziehungsweise du brauchst nicht unbedingt eine Bastion, sondern du kannst auch einfach mit Warped Forest spielen. Ist sogar schneller teilweise, glaube ich. Aber für die anderen Trades ist es ganz nice. Also wenn du kein Dorf spawn hast. Sieht aber nicht sehr nach einer Festung aus hier. Muss man auch realistisch sein. Was ist das überhaupt für ein Nether? Ich bin so weit oben. Soll ich mal eine Perle werfen in irgendeine Richtung? Ich werfe mal eine Perle in die Richtung einfach. Oder warte. Ja, in die Richtung. Habe ja genug. Wir haben sie ja, Chat. Wir haben sie ja. Reich und schön. Aber seht ihr, wie anders der Nether auch generiert ist? Das ist so weird irgendwie. Jetzt ein Strider mit Sattel. Ich habe den Mushroom nicht. Also bringt mir das leider nichts. Ich sehe halt gar nichts, weil Nebel ist Grounds. Ich muss sowieso neue Perlen holen später. So, doesn't matter, I guess. Ist auch geil, dass ich nur zum Dings habe, nur zum Werfen. Eine Potion. Junge, also diese Version ist so ein Dogshit, das kannst du keinem erzählen. Like, legit, ich hab einfach keinen Bock mehr, das zu spielen. Haben wir eine Festung irgendwo? Ja, hier wäre eine gewesen. Wenn ich mehr Perlen gehabt hätte, hätte ich sie gefunden sogar. Du, das ist so trash. What the fuck? Like, ich hab okay, ich glaube, mein PC stürzt ab. Hilfe. Oh mein Gott. What the fuck? So, hier war die Treasure. Locate Fortress. Minus 700, minus 240. Das ist aber nicht das, wo ich war. Anderer Quadrant. Das war auch extrem schnell gewesen. Hier wäre eine gewesen. Das wäre die closeste Festung gewesen. Genau in die andere Richtung von der Treasure. Ey, aber ganz ehrlich, ich dachte, ich mache ein nices Video aus diesem Speedrun hier von der 1.18. Aber diese Version laggt wie scheiße und es macht einfach keinen Spaß, jetzt zu speedrunnen. Deswegen scheiße auf das Video.